Dann lässt sich die Tür öffnen. Okay. Ich habe Gänge, durch die wir gehen können. Okay. Hier sind wir wahrscheinlich schon in der Vorhalle angekommen, so wie es aussieht, so wie es hier aussieht. Ich meine, ich kenne mich in der Hölle nicht aus, aber das ist, ich war noch nie dort, aber. Oh toll, da hat jemand eine Chimäre gebastelt, sonst noch Verbrechen gegen die Natur, von denen ich wissen sollte. Aha, Verbrechen gegen die Natur. Wieso das? Okay, da können wir hinten durch. Ah, da kommen wir auch oben raus. Okay, da können wir selbst reinsteigen und sterben. Okay, wir haben einen Dorn im Winter. Also das ist den Pfahl, den sie im Rachen hatten, mitgenommen. Okay. Der Herr Foltermeister. Wir die Flasche an uns nehmen. Vielleicht. Ja, da wurde gerädert. Altbekannte Foltermethode. Sie hat um Pyromans Herz übergewichtigen Alkoholiker, Bruder. Bin ich mit der Hölle noch gar nicht so falsch. Befinden wir uns hier schon in der Hölle? Stechen mit den Pfeilern oder was können wir jetzt damit machen? Wollen wir vielleicht das Schloss aufmachen mit einem der Dinger? Oder wozu sonst wären die gut? Aha. Okay, ein Rätsel. Schön. Womit ich herrlich, wie ich anfangen kann. Das sieht mir mehr nach Swan aus. Und diese Schädeldinger, die dann. Dantes Inferno, ja, ich hab einen Film, der. Einen Film hier mit hier. Mordekins, den Film von hier mit. Tom Hanks in der Hauptrolle, hier Inferno, wurde. Das muss ich auch mal wieder gucken. Ist auch nicht schlecht, die Illuminati-Reihe. Ah, hier ist noch so ein Ding. Warum war alle drei ja? Und nun?
hab was übrig für die Illuminati-Sachen. Der Illuminati-Film ist ganz, ist gar nicht schlecht. Also ich rede von Da Vinci Code, Sakrileg von, also von Illuminati auf Englisch, Angels and Demons. Und den dritten Teil dann Inferno. Was machen wir jetzt hier mit? Was machen wir mit den drei Pfosten? Ich glaube, es ist ein kleines Rätsel. Ja, nu. Ach so, müssen wir hier vielleicht. Verstehe nicht. Wir haben hier nur drei. Das können wir hier nicht. Wie können wir hier? Wir damit anfangen. Das sind vier Symbole, die wir machen müssen. Und das hier und dann das hier machen. Die Bücher sind auch solide. Ja, was will das Spiel hier von uns? Ah, okay. Da hat sich was geöffnet. Haben wir scheinbar richtig gemacht irgendwie. Hier haben wir den Trank. Braucht er einen Flächentrank? Und die. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir können dem Typen da oben was zu trinken geben. Der könnte den Trank gebrauchen. Austauschen mit der Flasche. Eingeschlafen ist er. Jetzt können wir den Schlüssel nehmen. Okay, ach so, der Schlüssel ist für die Gefangenen dort unten. Können wir die mal befreien? Dem Dicken die Flasche stecken. Haben wir schon gemacht. Und jetzt hier das Schloss aufschließen. Und nun? Jetzt haben die Ketten gelöst. Das Schloss ist weg. Und weiter. Die Kugel mitnehmen. Ja, sichi. So eine schwere Fußfessel Kugel, so eine schwere Fußfesselkugel einfach in die Hosentasche gesteckt. Dafür sind sie da. Ja, sichi. Hier dran. Ist das Tor offen? Jetzt können wir Fleisch holen. Futter für den Hund. Fressi, fressi für Hundi. Und jetzt vorbei hier. Jetzt geht's tiefer hinein. Hinein in die Hölle. Oder was? Ah ja. Ach, die sind immer noch in der Burg. In der Burgfestung. Okay. Mit Krieg geführt. Krieg. 60 Grad. 55
Grad. Achso, da kann man die Kanone verstellen. Und feuern. Okay. Erstmal in alle Richtungen feuern. Großkrieg von 1263. Aha, okay. Da tun wir jetzt was hier. Müssen wir damit jetzt irgendwas treffen oder so? Ich habe jetzt schon mal in alle Richtungen gefeuert, aber das bringt uns jetzt was genau. So, jetzt können wir hier verrücken. Mal das Haus bombardieren. Ah, sehr schön. Okay, Wohnhaus bombardiert. Die Kirche. Was auch immer das ist. Ah, okay. Sehr schön. Haben alles bombardiert. Feind ausgeschaltet. Da Vinci wäre stolz auf dieses Kriegsgerät. Aha, oha, hier müssen wir rennen und nicht getroffen werden. Nein, wir wurden getroffen. In der Rennszene. Verdammt. Stehen bleiben. Rennen, stehen bleiben. Hier wird scharf geschossen. Bleibst du stehen. Bleibst du stehen. Und jetzt? Ne, nicht jetzt. Können wir auch springen? Und jetzt tatsächlich einen Jump'n'Run. Okay, stehen bleiben. Und jetzt? Verdammt! Wie soll man da durchkommen? Ziemlich abwechslungsreich bisher. Finde ich auch. Am Anfang haben wir hier einen. Dämonenkreis beschwört. Dann haben wir ein Wasserrätsel gemacht. Jetzt haben wir eine Stadt bombardiert. Jetzt laufen wir hier durch ein Kriegsgebiet und versuchen nicht getroffen zu werden. Nee. Bleibst du doch stehen. Oder läufst einfach durch. Das ist auch. Kann auch von Erfolg gekrönt sein. Oder auch nicht. Wie ich das hier absehen soll. Das soll so was werden. Immer kurz nachdem es geknallt hat hier. Durch das Ding. Durch hier. Stehen bleiben! Bleibst du stehen. Gleich da. Und durch. Uha. Wir sind noch nicht durch. Alter Schwede. Ah, zum Glück nicht nochmal von Anfang. Hier ist ein Checkpoint.
schön. Da muss ich noch den Rhythmus hinkriegen. Die wurden wir erwischt. Wie auch immer das passiert sein soll. Jetzt und durch und hoch hier. Sehr schön. Jetzt hoffentlich gleich ein Checkpoint. Und jetzt. Verdammt. Schöner Checkpoint. Faire Checkpoints auch hier. Geht's wieder runter und dann geht's rein. Haben wir es überlebt. Dem Geschützfeuer entkommen. Kapitel 3, wie es ausschaut. Haru would never forget what happened next. The water surrounding the village rose up and turned pitch black. People dropped dead where they stood, and crows circled in the sky above. Someone said they had seen Zula following the star a few days earlier. That was enough to accuse her of witchcraft. Aha. Wo sind wir hier gelandet? Okay, hier können wir bestimmt erstmal das Messer aus dem Auge des Fisches ziehen. Und den Vogel damit erstechen. Und den Fisch auch weiter aufschlitzen. Okay, eine Leiter haben wir hier. Oh, ein Schlüssel. Die liegt jetzt aber sehr weit unten. Zum Glück haben wir eine Leiter hier. Okay, da können wir runter. Okay, jetzt können wir uns ein Messer basteln. Vorher hatten wir nur Klinge, jetzt haben wir ein Messer und einen Schlüssel. Jetzt können wir uns hier entscheiden, ob wir ihn da stechen oder ob wir ihn freilassen. Lassen doch lieber frei. Na komm, geh hin. Mach freilassen. Da stechen, dann fallen lassen? Oder wie? Aha. Jetzt können wir den Fisch sezieren. Okay, oder was? Haben wir hier? Schlüssel wird hier wohl kaum gehen. Oh. Geteilter Fisch. Geviertelter Fisch. Fischhäppchen. Nimm 8 Fischhäppchen. Für 8 Köpfe. Ihr esst. Ja, und jetzt können wir die aufschließen, oder? Ach du Schande.
Ein Zahnräderrätsel. Jetzt müssen wir die Zahnräder so anordnen, dass das hier, dass das Schloss sich öffnet. Okay. Hier ein großes hin. Da noch ein großes hin. Dann hier kleine. Okay. Funzt noch nicht ganz. Ach so. Die müssen vielleicht mal ein bisschen enger aneinander liegen. Mhm, verstehe. Da muss noch ein großer hin. Okay, da passiert das hier. Zwei kleine Räder, die sich so gegenseitig betreiben könnten. Ah, sehr schön. Scheint was gemacht zu haben. Rätsel bestanden. Vogel ist nicht mehr hungrig. Alles klar. Joa, ich würde hier, glaube ich, mal, ich würde das an dieser Stelle belassen. Für dieses kleine Netztest. Kleines Let's Test. Wir spielen vielleicht noch ein anderes Spiel oder schau mal, ob es noch irgendwo, ob es noch jemanden gibt, mit dem ich Grafikfon spiele. Ansonsten, ja, war das ein schönes Anspielen hier. Können wir irgendwo hier speichern? Und dann können wir das nächste Mal weiterspielen. Ja, dürfte mich noch umsonstlich gefallen haben auf YouTube, wenn ich das als letztes nachher hochlade. Ich weiß nicht, wie lange wir das jetzt hier gespielt haben, wie ich das aufteile, ob ich das Parts schneide in zwei letztes Parts. Oder vielleicht schneide ich das auch irgendwie anders zusammen. Ja, lasst ein Abo da, Glocke aktivieren, schaut auf Twitch vorbei und man sieht sich. Bis dann, ciao.